Willkommen zurück zum Hackfleischkuchen-Gourmet-Simulator. Der Elliot Carsten ist ein Ziel, das wir jetzt hier am nächsten Arbeitstag erwarten. Der liebe Jay, der uns hier auch ein bisschen erpresst, der würde ihn gern verschnabulieren. Und wir sollen dafür sorgen, dass er unser wunderbares Geschäft, wenn er es einmal betreten hat, nicht mehr verlässt. Ich bin sehr gespannt, wie wir ihn überhaupt erkennen. Außer, dass er jetzt hier zwei blaue Diamanten als Augen hat. Wir gucken einfach mal. So, wir müssen mal kurz vorbereiten, oder? Wir haben jetzt hier vorne in der Auslage haben wir noch drei Plätze frei. Da ist noch Platz für ein bisschen Kuchen. Und wir haben wieder $30, as fast as I can, die wir noch in Upgrades investieren können. Die Frage ist, in welche? Wir haben eigentlich gesagt, dass wir hier mal in den Schneiderladen investieren wollen. Die Nähmaschinengeschwindigkeit ist jetzt nicht so dramatisch. Aber was wir gerne hätten, wäre das hier wie ein Geier. Percival erhält ein zusätzliches Stück Kleidung. Das lohnt sich auf alle Fälle, damit wir hier genügend produzieren können. Weil aktuell ist nämlich gar nichts mehr da. Ne? Wir haben relativ viel Fleisch bekommen, aber relativ wenig Stoff. Und können jetzt momentan gar nichts anbieten. Jedenfalls so lange nicht, bis hier der erste zum Vermessen kommt. Das heißt, dieser nächste Tag wird wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen weniger Einnahmen bringen. Aber dafür einen Spezialgast. Bin mal gespannt, wie sich dieser zu erkennen gibt. So, gleich nochmal was basteln. Und dann können wir den Kollegen hier noch zerlegen. Und dann hätte ich schon mal ganz gern ein paar neue Rezepte irgendwie. Ne? Ein bisschen mehr Zeug, das man so anbieten kann. Oh, ich sehe hier so einen Aufzug. Seht ihr das? Das sind zwei so Aufzüge. Das würde sich ja direkt anbieten, wenn man hier oben jemand einstellt, dass man diesen Aufzug dann nutzen kann, um nicht mehr ständig hin und her laufen zu müssen. Gut, also wir machen mal das Geschäft auf. Ja, wir können leider die Schaufensterpuppen nicht bestücken. So ist es halt mal. Wir haben leider nichts mehr, was wir hier verwenden können. So, einmal bitte rausnehmen. Kann ich das nochmal reinstellen? Nee, wenn einmal rausgenommen, dann müssen wir es hier oben. Na gut. So, wir warten mal wieder auf die Leute. Wir haben jetzt noch 11 Pfund. Das heißt, wir haben ein bisschen Bonus. Das heißt, wir könnten auch trotzdem, dass wir hier wenig Stoff haben, wir könnten trotzdem wieder über die 30 kommen. Kommen Sie rein, lassen Sie sich vermessen, liebe Dame. Seien Sie nicht schüchtern. Kommen Sie hier rein. Sie könnten neue Klamotten gebrauchen, meine Güte. So, hier vorne wurde schon ordentlich was verkauft. Das freut mich sehr. Da kommt Ihre Zwillingsschwester. Die macht's richtig, die lässt sich jetzt vermessen. Sehr gut. Genau so soll es sein. Na gut, also für sie wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen jetzt. Mal gucken, wie viel wir jetzt an Zeug rausbekommen. Also zweimal Stoff bekommen wir raus. Und das reicht halt trotzdem von der Zeit nicht mehr. Die Dame wird jetzt sehr verärgert sein, dass sie hier nichts mehr von uns bekommt, oder? Oder schaffen wir es noch? Nee, da ist sie gleich dreimal verärgert hier mit drei Smileys verärgert. Sehr enttäuschend, aber so ist es halt mal. Wenn man immer alles selber machen muss, ne? Das ist ja das große Problem. Aber der Herr, der wird jetzt wunderbar bedient mit neuen Klamotten. Da freut er sich. Und hier oben unsere Kuchen gehen ja auch wieder wie Semmeln. Warme Semmeln gehen die weg. Perfekt. Gleich mal hochtragen. Gleich noch das nächste Klamottenstück hier bearbeiten. Und wir müssen den Blutfleck entfernen. Ich glaube schon, dass es so ist, wenn der Blutfleck da ist, dass dann niemand zur Anprobe kommt. So, Klamotten, bitte fertig machen. Ich hätte gehofft, dass noch ein bisschen mehr Kleidung abfällt. Also, dass wir zumindest irgendwie vielleicht so drei bekommen. Aber
Leider, leider nicht. Sehr schade. Naja, vielleicht haben wir Glück und es kommt nochmal jemand zur Anprobe. Yep, da kommt schon jemand. Perfekt. Gleich mal drum kümmern. Ist das jetzt... Ich weiß halt immer noch nicht, ob das jetzt der ist, den wir brauchen. Oder nicht. Keine Ahnung, ne? As fast as I can. So, einmal runterschmeißen. Weil ansonsten verarbeite ich hier immer alle zu Mousse. Und das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck hier. Jetzt ist nämlich schon fast der Tag vorbei. There's blood everywhere. Jetzt ist schon fast der Tag vorbei. Hm. Aber vielleicht ist er auch gar nicht gekommen. Oder er war es hier. Könnte natürlich auch sein. So, bitte einmal mitnehmen. Hier ist Klamotten. Jawohl. Dann hier unten. Artet ja langsam hier schon ein bisschen in Stress aus hier. Was hier ständig zu tun ist. Aber wir sind schon bei 34 Dollar, 36 Dollar Pfund natürlich. Und ich bin mal sehr gespannt, ob da jetzt noch jemand kommt. Sieht nicht so aus. Ich will den ehrlicherweise jetzt gar nicht verarbeiten. Aber ich schmeiße den jetzt trotzdem mal rein. Ah, sehr schön. Da kommt nochmal jemand zur Anprobe. Das heißt, wir können gleich nochmal Klamotten machen. Ah, jetzt kommt er, oder wie? Ah, da kommt er. Der feine Herr Schnösel hat natürlich seinen Bediensteten mit dabei hier. Guck dir das an. Jetzt haben wir natürlich gerade eben jemand in der Anprobe drin, ein guter Mann. Jetzt ist natürlich... Du gehst jetzt aber nicht hier rein, oder? Wieso ist hier niemand da? Na gut, dann kümmern wir uns mal um den. Guten Tag, Mr. Percival. Mein Name ist Elliot Carson. Ihr Geschäft ist aktuell in aller Munde in der Stadt. Es heißt, nirgendwo anders findet man Bekleidung von ihrer Qualität. Einer meiner Bekannten empfahl mir einen Besuch hier bei Ihnen. Ehrlich gesagt, war mir nicht bewusst, dass hier ein Bekleidungsgeschäft aufgemacht hatte. Ihre ausgestellten Kleidungsstücke sehen extravagant aus. Jedoch sollten Sie den Laden noch ein wenig mehr reinigen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne einen Anzug von Ihnen für meine anstehende Reise anfertigen lassen. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Carson. Es ist mir eine Freude für Sie, etwas Exklusives zu schneidern. Welche Art von Anzug schwebt Ihnen vor? Ist er für Sie gedacht oder den Jungen, damit ich weiß, welche Maße ich annehmen muss? Der Anzug ist für mich bestimmt und sollte strapazierfähig sein, denn ich werde ihn zum Jagen tragen. Der Junge ist nur mein persönlicher Assistent. Betrachten Sie ihn einfach nicht. Sollte er Sie jedoch stören, können wir ihn auch rausschmeißen. Nicht wahr, Junge? Natürlich, mein Herr. Genauso wie ich es mag. Vergessen wir das, heute bin ich nur zum Schauen in Ihrem kleinen beschaulichen Lädchen. Ich werde mich für heute entschuldigen, Mr. Percival, da ich noch Pläne habe. Ich werde jedoch die Tage wiederkommen. Es würde mich freuen, kommen Sie gerne jederzeit wieder. Wir müssen uns jetzt merken, wie er aussieht, ne? Auf ein baldiges Wiedersehen, Mr. Elliot. Vielen Dank, auf bald. Na los, du Nichtsnutz, wir gehen. Sag auf Wiedersehen zu Mr. Percival. Auf Wiedersehen. Hat aber schon einen lässigen Gang hier drauf. Guckt euch das an, als würde er hier quasi zur Musik hier so marschieren. So, also. Das ist unser Ziel. Bei unserem nächsten Treffen werde ich etwas zu tun haben. Jetzt ist mir hier eine Dame abhanden gekommen. Das ärgert mich ehrlicherweise ein bisschen. Jetzt ist mir hier eine Dame abhanden gekommen, die eigentlich hier verarbeitet werden sollte. Das ist sehr schade. Na gut, aber ist halt mal jetzt passiert. Wir werden noch den Rest hier oben auffüllen. Ja, mit 36 Dollar. Mal gucken, ob wir noch ein schönes Rezept jetzt hier finden. Oder ein schönes Upgrade finden. Würde ich das auf alle Fälle gleich mal investieren.
würde da jetzt auch gar nicht anfangen, großartig zu sparen auf ein größeres Rezept, sondern wir hauen erstmal alles an Upgrades raus. Alle, die wir uns leisten können. So, und sparen dann später erst. So, einmal gucken. Ich weiß immer noch nicht, was dieser rote Balken hier soll. Ist das ein Balken, der uns jetzt hier aufholt? Wenn er uns erwischt, dann keine Ahnung, was dann passiert. Oder sind wir der rote Balken und wir müssen den weißen Bereich erreichen? Na gut, also 36 Pfund, die wir ausgeben können. Hier kann ich noch nichts freischalten. So, mehr Platz in der Auslage. Okay, für 25 Pfund wäre schon echt nicht verkehrt, ne? Das wäre schon echt nicht verkehrt. Nochmal ein bisschen mehr Kuchen verkaufen. Ich weiß nicht, ob dann auch mehr Leute reinkommen. Die Nähmaschinengeschwindigkeit brauchen wir nicht. Mehr Hackfleisch ist auch noch nicht notwendig. Wir machen mal die Werkbank hier. Wir können mehr kochen. 20 Pfund. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber wir gönnen uns die jetzt mal. Und schauen mal, was da jetzt so los ist. Also hier ist schon mal kein Rezept dazu gekommen. Aber was ist jetzt hier los? Seht ihr das? Ah, wir haben jetzt ein zweites Tablett bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal die Zutaten drauflegen. Wir haben halt leider nur einen Ofen. Deswegen ist es ein bisschen, ja, ungünstig noch. Aber theoretisch könnte man dann gleich hier was reinschmeißen, das nächste Tablett wieder bestücken und so weiter und so fort. So, wir haben leider immer noch nicht genügend Klamotten. Nur eine Büste ist besteckt. Wir holen den Ofen raus. Nicht den Ofen raus, wir holen den Kuchen raus. Packen den dann hier oben rein, sobald was verkauft wird. Und warten mal wieder auf die Leute. Geputzt muss nicht werden. Oh, wir haben hier sogar Spiegelung. Seht ihr das? Im Spiegel drin, seht ihr das? Da ist unser Antlitz zu sehen hier. Alright. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, da kommen die ersten Gäste mal wieder. Also offenbar, dass die Leute nicht dicker sind, wenn es hier ständig Kuchen gibt, ist mir ehrlicherweise ein Rätsel. Wer kommt hier? Da kommen zwei Leute. Gleich mal hier runter. Das Zeug hier rein. Ja, ich kann dir aktuell leider nicht mehr anbieten, gute Dame. So, und während das jetzt hier kocht, können wir nämlich hier das zweite Tablet schon bestücken. So, da kommt jemand zur Anprobe. Sehr gut. Lässt natürlich die Tür wieder sperrangelweit offen, während wir ihr, was ist das hier, die Schere ins Gesicht rammen. Eiskalt, wie wir sind. So, weg mit dir. Dann Kuchen ist fertig. Einmal bitte hier abgeben. Wir fangen gleich mal an, bevor wir mit dem Putzen anfangen. Erstmal schön die Nähmaschine arbeiten lassen. Und dann erst putzen. So, aber hier oben ist immer schön alles perfekt hier präsentiert. Also die Hildebert, die macht das schon richtig gut aktuell. Die sorgt immer wunderbar für Nachschub. So, einmal hier rein. Wir müssen die Leiche mal wieder entfernen dann. Dann nochmal bitte hier den Stoff verarbeiten. Da kommt nochmal jemand zur Anprobe. Das heißt, wir müssen hier unten für Platz sorgen. So, dann die Klamotten raus. Ich habe das Gefühl, die zweite Puppe hat sich noch nicht so wirklich gelohnt aktuell. Ich
Weil wir einfach zu wenig Stoff bekommen aus den Leichen. Ja, aber die Kohle ist schon da. Seht ihr das? 34 ja, Pfund jetzt hier. Ja, schon ganz ordentlich. Gefällt mir. Hier oben noch Klamotten produzieren. Dann aufwischen. Gut, dass wir auch eine vollautomatische, selbstständig funktionierende Nähmaschine haben. Oh, das muss stehen bleiben. Erstmal den Kuchen raus. Wir haben nur noch zwei Stück oben drin. Jetzt aber hurtig hurtig, Hildebert. Hilda? Ich kann mir den Namen nicht merken. Hildred? Ich weiß es nicht. So, und gleich nochmal verarbeiten hier. Dann... Jawohl, du musst noch ein bisschen schneller werden, liebe Hildebert. Das muss noch um einiges schneller gehen jetzt hier. So, wäre natürlich super, wenn jetzt nochmal jemand zur Anprobe kommt. Sehr gut. Zack. Dann können wir die Klamotten noch rausbringen. Dann kann die Dame hier noch was einkaufen. Und wir können trotzdem dann beim nächsten Mal die Auslage noch befüllen. Für den nächsten Tag. Wir sind jetzt schon bei 45. Oh nein, jetzt schon wieder, wo die Dame noch da wäre. Echt jetzt? Wer kommt denn jetzt? Ah, bitte nicht wieder meine Dame wegmachen. Oh Gott. Guten Morgen, Mr. Percival. Bin ich zu früh? Der Laden scheint noch geschlossen zu sein. Na, guten Morgen, Lady Elswin. Nicht wirklich. Treten Sie ein. Brauchen Sie ein neues Kleid? Ja. Ich habe einen Anlass. Seien Sie mein Gast. Gehen Sie zum Spiegel. Ich werde sofort bei Ihnen sein. Ach, das ist aber ärgerlich jetzt hier. Seht ihr, jetzt ist nämlich die Dame wieder weg hier. Das ist sehr enttäuschend. Ist hier noch Blut auf dem Boden? Dies muss der Ort sein. Die Falltür. Diese Anziehsachen. Mein Gott, alles, was Jack mir sagte, ist wahr. Soll ich ihm etwas sagen? Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Ich bin hier nur für einen Grund und den werde ich nicht vermasseln. Oh, was will die Dame denn hier? Hier bin ich. Ab an die Arbeit. Ich dachte an etwas Aufreizendes, vielleicht in Hellblau. Ist dieses Kleid für einen besonderen Anlass, wenn mir die Frage gestattet ist? Eine Beerdigung. Wieso was Aufreizendes für eine Beerdigung, frage ich mich. Okay, wenn ich meine Meinung abgeben darf. Ich bin mir nicht sicher, ob Hellblau die richtige Farbwahl für eine Beerdigung ist. Das ist unwichtig. Tatsächlich bin ich der Meinung, niemand wird etwas zu mir sagen. Ich werde die Person im Sarg sein, okay? Was meinen Sie denn? Ich sterbe und nichts kann dagegen unternommen werden. Ich fühle mich bereits wie ein Geist in dieser Welt. Ich würde mich auch selbst umbringen, bin jedoch nicht mutig genug. Na, so ein Zufall, dass Sie hier gelandet sind. Wenn mich jedoch jemand von dieser Bürde befreien könnte, ist es zu viel verlangt, zu sterben ohne großes Leiden. Aber vielleicht... Es tut mir leid, dich stören zu müssen, Percival, aber ich muss dir unten etwas zeigen. Ich arbeite, Hildred. Bitte, Percival, du musst mit mir kommen. Ich bin mir sicher, die Dame kann für einen anderen Termin wiederkommen. Du hast ja auch gerade erst angefangen. Vielleicht war es ein Fehler, hierher zu kommen. Es tut mir leid, ich denke, ich gehe nun. Na gut, aber vielleicht kommt die ja wieder, irgendwann. Dann werden wir uns natürlich um sie kümmern. War alles gut mit dir? Hast du irgendetwas Komisches mit dir angestellt? Hä, ich habe sie nicht mal angefasst. Sie erzählte mir, dass sie an einer Krankheit sterben werde. Oh, die Arme. Was war denn so wichtig? Na los, ich zeig es dir. Was denn jetzt los? Das geht ja, das ist ja schlimmer wie bei einer Soap. Bei einer Soap-Serie hier. Was passiert denn hier? Alles so spannend auch, ne? Und? Magst du's? Was denn? Hat sich hier irgendwas geändert? Oh Gott, das ist so die typische Frage, wenn dir was gestellt wird von deiner Ehefrau, von deiner Freundin. Und gefällt's dir? Und du absolut keine Ahnung hast,
auf was sich das jetzt alles bezieht. Vielleicht auf die Blumen hier oben? Fällt dir nichts Neues auf? Nein? Schau nach oben. Ich habe ein paar Blumen aufgestellt. Ah, natürlich. Sind mir sofort aufgefallen. Ein bisschen Deko kann nicht schaden. Das ist richtig. Damit die Kunden etwas zum Schauen haben, während sie warten. Gefällt es dir? Es ist ein guter Anfang, ja. Aber du kannst mit Sicherheit noch mehr machen. Hast du mich ernsthaft dafür unterbrochen? Ja, das ist wirklich wichtig. Wir machen unsere Kunden zufriedener. Na gut, fein. Dann geh wieder hoch und bring Leute um. Das scheint die einzige Aktivität zu sein, die dir gefällt. Ah, nicht die einzige, mein Schnuckiputz. Wunderbar. Eine glückliche Familie sind wir aktuell. Zwar nur zu zweit, aber trotzdem. Ich ärgere immer noch, dass wir hier unsere Dame verloren haben. Das ärgert mich immer noch sehr. Jetzt habe ich nämlich wieder keinen Stoff mehr, aber wenigstens ein Kleidungsstück ist noch hier ausgestellt. Gut, wir haben aktuell 1 von 6 Kuchen. Wir haben 45 Pfund, mit dem wir was Neues kaufen können. Bin mal gespannt. 45 Pfund, da kann man wahrscheinlich schon was Gutes machen. So ein zweiter Ofen wäre gar nicht verkehrt, oder? Hier ein zweiter Ofen, dann könnte man hier in die Vollen gehen. Habe ich denn hier eigentlich schon das Mehl? Nein. Nee, lass das mal stehen. Wir brauchen doch das Mehl noch, meine Gute. As fast as I can. So, ja, er steht halt immer ein bisschen bedröppelt herum. Aber gut, er ist auch derjenige, der jetzt hier die Schmutzarbeit richtig macht, ne? Außer hier sie natürlich mit dem Fleischwolf. Aber er muss natürlich dafür sorgen, dass die Leute hier unten landen. Das kommt ja noch dazu. So, du gehst mal hier hoch. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns die Upgrades an. Für 45 Pfund lässt sich da bestimmt die ein oder andere Bequemlichkeit hier noch unterbringen.